Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Minecraft TryJump auf dem Bergwerk Lab Server. Was TryJump für ein Spielmodi ist, muss ich glaube ich nicht besonders viel erklären, denn ich glaube sehr viele von euch haben das schon gezockt. Das ist halt ein Spielmodi aus zwei Phasen. Die erste Phase ist eine Jump'n'Run Phase, die zweite Phase eine PvP Phase. Das heißt, man hat in der ersten Phase halt 10 Module. Und ja, für jedes Modul, das man geschafft hat, bekommt man Coins und so weiter. Da kann man auch, wenn man dreimal halt gefailt hat, also wenn das Modul halt zu schwer ist und man dreimal gefailt hat, wird das Modul halt einfacher und dann bekommt man aber auch weniger Coins. Aber ja, wenn man halt nicht vorbeikommt, dann kann man halt mit diesem Light das halt viel schneller schaffen. Und ja, wir sind hier schon beim ersten Modul. Das nennt sich Abstrakt und ja, schaffen wir es beim als First Try, weil es gibt hier auch sowas, dass wenn man alle Module, das heißt also halt vom 1. bis zum 10. ohne irgendein Fail, das heißt also ohne einmal runterzufallen, ja, es schafft, dann bekommt man 5300 Coins. Das habe ich bislang noch nie geschafft. Okay, das war ziemlich dumm, was ich gerade gemacht habe. Ich hätte woanders hinspringen sollen und da lief schon der eine. Das ist auch nicht besonders gut, weil wenn man lief, dann bekommt man für 5 Minuten eine Sperre. Das heißt, man kann dann für diese 5 Minuten keinen Tryjump mehr zocken. Mann, fuck. Okay, da hätte ich ein bisschen mehr Anlauf nehmen sollen. Okay. Hallo? So. Dann jetzt hier Anlauf. So. Weil, ja, es ist halt besser ohne Slash Fix. Hallo? So. Ja. Und hier... Hä, habe ich gerade Internet-Lags oder... Liegt es am Server oder was geht hier ab? Was ist das los? Hier konnte man auch sehen, dass wenn ein Modul halt ein bisschen verbuggt ist oder so, kann man auch Slash Fix machen. Und dann wird dieses Modul auch repariert. Also in Anführungsstrichen halt repariert. Und ja, ist auch ziemlich nice, muss ich sagen. Ich kann ja auch mal später meine Stats zeigen, also meine Statistiken. Ja. Sind eigentlich meiner Meinung nach okay, obwohl eigentlich erreichte Ziele, das heißt ins 10. Unit geschafft haben und dann auch auf den Dia-Block zu springen und es dann halt komplett zu schaffen. Hier kann ich auch mal ein Bild einblenden, habe ich auch einen Screenshot gemacht, als ich das geschafft habe, zweimal bis jetzt. Und für 109 Spiele oder 110, keine Ahnung, wie viele Spiele ich jetzt insgesamt bin, ist schon, ja, keine besonders gute Statistik. Wisst, ich habe immer irgendwie so das Problem, ich möchte irgendwie so Statistik sagen, aber dann denke ich immer irgendwie, hä? Das ist wirklich irgendwie so richtig deutsches Wort? Und dann sage ich irgendwie Stats und dann, ach, vergessen wir es lieber, so schnell wie möglich. Und ich mache schon wieder das auf Light. Vase, hallo, bitte. Hä? Springt doch da drauf. So. Okay. Hier muss ich dann wieder aufs Glas. Und ja, ich sollte vielleicht mal irgendwann das Texture vom Glas ändern. Weil ich bin schon das eine oder andere Mal daran verzweifelt, auf den Glasblock zu springen, weil ich es nicht gesehen habe. Und dann, ja, war es halt scheiße. Okay. Langsam gefällt es mir nicht. Oh, und da konnte man meinen Reflex sehen. ja, ich habe halt so das ein oder andere Mal ein paar Reflexe. Und ja, das heißt, ich habe diese rote Farbe, also diese rote Farbe, mit der man sich zurücksetzen kann, in meiner Hand und dann drücke ich aus Versehen drauf, weil mein Gehirn irgendwie schon registriert, dass ich verkackt habe. Dann, oh, nice, der eine hat schon geschafft. GG, würde ich mal sagen. Ah, 1850 Punkte. Ja. Das kann man moken.
Oh, der eine hat 2600 und wir 1000. 1850. Nice. Okay, ich kaufe mir wie eigentlich immer eine Iron Chestplate und Iron Legend. Dann kaufe ich mir ein Iron Sword. Enchanted ist zweimal. Dann kaufe ich mir das und dann ein bisschen ein paar Pfeile und ein bisschen was zu essen. So. Oh, und das ist auch nice. Man kann, wenn man fertig ist, slash skip machen, damit man halt nicht zu lange wartet. Aber warum erzähle ich das eigentlich, das Ganze hier? Das, ich denke, die meisten, die das Video hier sehen, haben das schon mal gezockt, deswegen muss ich eigentlich nicht besonders viel erklären. Und ja. Ich werde auch in den nächsten Folgen Tryjump vielleicht ein paar Challenges machen, wie zum Beispiel, wie ich das auch auf dem Polnischen gemacht habe. Diese Folge kommt bald auf Polnisch. Und dazu später noch mehr, aber da habe ich auch noch eine Challenge mit meinem Cousin gemacht, und zwar die... Der lag ein bisschen. Jawohl, ein Kill. Bitte noch einer. Die Sichtweite normal, also die VOV auf Normal und No Shift Challenge habe ich mit meinem Cousin gemacht. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Und ja. Der eine campt hier auf dem Baum. Der sprang aber jetzt runter. Und die kämpfen jetzt. Wow. Oh, gib mir die Items. Items. Was? Der hat mich noch gekriegt. Wie viel HP hatte der? Okay. Nichts besonders Gutes habe ich bekommen. Oh fuck. Im Wasser kämpfen. Die dümmste Idee. Wisst ihr? Hat er gerade einen goldenen Apfel sich gegönnt? Oder hat er einfach nur mal was zu essen? Ey, wenn der jetzt eine von hinten da kommt. Oh Mann, Alter, ich hasse sowas. So ein Sandwich. Wisst ihr? Ich hasse das. Ja, und dann gönnt er sich. Und jetzt hat er noch Regeneration. Ach komm, hör mir doch auf. Wo sind eigentlich die anderen? Ah, die kämpfen da hinten. Komm, ein Kill noch, ein Kill. Jawohl. Ey. Das ist nicht lustig. Okay, so. Nein, bitte nicht. Oh, das war so dumm, was ich hier mache. Und ich habe auch mit ein paar Lecks zu kämpfen. Mann, da bin ich. Mann, aber ja gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Oh. Oh, und ich habe, wie ich gerade sehe, 593 Coins. Das heißt, ich kann mir eine Kiste kaufen. Und ja, das würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, das mache ich dann am Ende der Folge. Mann, ich habe irgendwie ein paar Lags. Ist ein FPS, die hier ein bisschen runtergehen. Ich sollte mal vielleicht da kommen, so auf 60. Dann mache ich das mal so auf 7. Dann sollte es vielleicht ein bisschen flüssiger laufen. Und ja, am Ende der Folge kaufe ich mir dann eine Schatztruhe und diese öffne ich dann. So, ich habe euch ja meine Statistiken versprochen. Und ja, hier kann man sehen, Name Flag Dragon, gespielte Spiele 110, gewonnene Spiele 111. Jo, 111, ich habe mehr gewonnene Spiele als gespielte Spiele. Nice, Flag Dragon, nice. Also ja, 11 gewonnene Spiele und nein, das sind nicht die rechten Ziele, also die 10 Units, sondern gewonnene Spiele sind PvP-Spiele gemeint. Und dann ja, Kills 200. 38, Tode 279, Units geschafft 758. Ja, ist schon eine Meisterleistung. Oh Mann, hier ist mein Skin. Oh, hi, hi, oh. Na komm, du kleiner Fratz. Oh, hi. Mann, siehst du toll aus. Okay, ich schau mal kurz, welcher so alles in der. Welcher geil so alles spielt. Oh, und Puffy. Ich hasse diese Map. Ganz besonders den Anfang. Ich schaffe ihn nicht.
Vielleicht muss man ja auch auf die andere Seite springen. Okay, 60 FPS. Es fühlt sich gerade ein bisschen low an. Ich mache mal wieder auf Unlimited. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen low an gerade. So. Und geschafft. Berlin. Oh, nice. Unsere Hauptstadt. Ist schon nice. Da konnte man... Keine Ahnung. Ich habe gerade Namen vergessen. Wie es heißt. Da stand ja die Berliner Mauer. Mann. Oh, ich habe gerade den Namen vergessen. Sorry dafür. Kann ja vielleicht hier mal kurz einblenden, wie das heißt. Schäme mich gerade wirklich dafür, dass ich gerade den Namen vergessen habe. Oh, oh Mann. Ich wäre beinahe richtig durchgerusht. Wörtlich gemeint. Hallo? Hä? Sorry, dass ich mich ein paar Mal vielleicht aufrege, aber... Jump'n'Run ist nicht besonders mein Fall. Hallo, bitte. Und warum habe ich eigentlich nicht vorhin aufgenommen? Denn vorhin habe ich auch, also ein paar so Aufwärmrunden gezockt. Und da habe ich es einmal geschafft, also 10. Unit. Und einmal kam ich zum 10. Unit. Und da war die Unit halt Dragons. Und eigentlich muss ich sagen, Dragons ist gar nicht mal so schwierig. Wenn man weiß, wo man springen muss. Okay, Speedboat. Schon mal auf Light machen. Ja. Standard, immer bei mir. Immer schön alles auf Light machen. Immer schön wenig Coins sammeln. Aber dafür ziemlich weit kommen. Ist schon eine nice Taktik. Taktik, muss ich sagen. Richtig dufte. So. Und geschafft. Oh. Wenn ich mal so recht schaue, wir sind eigentlich richtig gut dabei. Auch eine PPAP. Warum musst du nur das Lied rausbiegen? Du Chinese oder Japse. Oder du Koreaner. PPAP. Mann, ich hasse das. Und deswegen dir muss ich so ein Modul spielen. Kann ich hier? Oh, geiler Reflex, muss ich sagen. Geiler Reflex, yep. Nice. Hä? Wie schafft man das eigentlich? Unit. Ich denke, die anderen verzweifeln auch gerade. Obwohl, ne. Nur ich und Kugel verzweifeln gerade daran. Der andere ist schon bei Unit 8, 9. So in der Art. Und jetzt bitte nicht verkacken. Oh. Danke, Leiter. Ohne die Leiter wäre ich jetzt sowas von am Arsch. So, hier schön alles runter. Dann runter. Damit, falls wir halt ein bisschen zu kurz springen, es trotzdem schaffen. Och nö, ich hasse das. Okay, ich mach, würde ich mal sagen, extra auf Light, damit wir es so schnell wie möglich schaffen. Ich entschuldige das mal. So, jetzt komm schon. Black Dragon, konzentrier dich. So. Dann hier drauf. Dann da drauf. Dann hier aufs Glas. Hier drauf springen. Hier. Dann hier. Komm schon, wir sind on fire jetzt. Ah, endlich! Oh, jetzt kommt Isaac. Ob das so meine Favorite Map ist? Weiß ich nicht. Und ja, ich ändere die ganze Zeit. Also ich sage manchmal Units, manchmal sage ich Module. Manchmal sage ich... Oh, der ist bei 99. Ja, der hat es geschafft. Manchmal sage ich auch Maps. Ja, entschuldige mich da mal dafür.
Aber man kann halt ziemlich viele Wörter dafür benutzen. Meiner Meinung nach. Und ja, wir kaufen uns, glaube ich mal, wieder das gleiche. Wie viel haben wir? 1600. Ich würde mal sagen, ich kaufe mir einfach nur eine Iron Chestplate. Dafür kaufe ich mir dann das restliche Chain. Dann kaufe ich mir ein Iron Sword. Und dann kann ich jetzt nur einmal verzaubern. Dann kaufe ich mir halt noch vielleicht einen Bogen, ein paar Pfeile, ein bisschen was zu essen. Golden Apple wäre eigentlich nicht schlecht, aber. Ach komm. Heute mal in dieser Kombination mit Sharpness 1, Eisenschwert, dann einen Bogen, 19 Pfeile, 7 Steaks und dann eine Iron Chestplate plus den Rest halt aus eine Kettenrüstung. Ja, Kettenrüstung. Aus Chain. So. Skip. Wir haben es gerade. Oh, wir haben es gerade. 13 Uhr. Hallo, wann fängt eigentlich die Runde wieder jetzt an? Okay, 10 Sekunden, 9. So, ja, 1, 2. Ah. Okay, da ist einer, da ist einer. Mein erstes Opfer. Oder ich bin sein Opfer. Ich bin sein Opfer. Mann! Was soll das? Ich entschuldige mich eigentlich dafür, dass ich jetzt so viel kacke. Es können auch, glaube ich, paar Lags auftreten. Komm, meiner! Ja! Ah, nice! Oh, ich habe einen Bogen. Ist einer hinter mir? Ja, einer ist hinter mir. So! Geh weg! Ich bin eigentlich voll. Ja, der es geschafft hat, der attackiert mich jetzt und der hat mich. Ach, schade. Ja, eigentlich einen Bogen, warum benutzen wir den nicht? Mann! Nein, die gehen jetzt beide auf mich und ich bin tot! Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich schlechtes Internet habe. Ich habe schlechtes Internet. Ja? Ist nicht gut. Ist nicht gut. Bitte, verbessere dich. Ah, ist nicht, wird gerade nicht besser. Ich hoffe, das setzt mich gerade nicht zurück. Eigentlich läuft alles flüssig hier bei mir. Wie es auf der Aufnahme ist, weiß ich nicht. Ja, hat sich, ja, es hat sich gelegt. Aber das war nicht das Einzige, was mir aufgefallen ist, sondern, ja, ich habe bemerkt, dass ich ja am Anfang der Folge gesagt habe, dass ich noch was zu sagen habe. Und es das war, dass ich habe mir vor ein paar Tagen Adobe Photoshop besorgt und davor, also halt, ich habe mir Adobe Photoshop besorgt, ich habe auch Adobe After Effects, Adobe Audition, mit dem ich halt die ganze Zeit meine Stimme aufnehme. Aber ja, ich habe mir Adobe Photoshop geholt, damit ich dann meine Thumbnails machen kann. Deswegen habe ich das mit dem kostenlosen Programm GIMP gemacht. Und ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Aber ich habe Bock, eine Klasse, ja, höher zu gehen. Diese Klasse höher ist halt Adobe Photoshop. Deswegen wird dieses Thumbnail auch anders sein. Wie auch die kommenden Thumbnails. Ich hoffe mal, dass die Thumbnails jetzt, ja, besser werden. Kann ich jetzt nicht sagen, denn die Thumbnails davor fand ich eigentlich okay. Aber ja. Ich hoffe, ja, ich möchte halt mehr Sachen ausprobieren und so weiter. Es wird auch jetzt wieder, ich werde mich jetzt wieder dran gewöhnen müssen. Wie am Anfang auch an GIMP, muss ich jetzt mir erstmal ein paar Tutorials anschauen, wie was wo ist, wie man was da ändern kann. Da gibt es auf jeden Fall mehr Funktionen als bei GIMP, definitiv, ohne Frage. Gibt es da mehr Funktionen als bei GIMP? Man kann mehrere Sachen machen. Man kann die Kreativität freien Lauf geben. Das finde ich auch nice. Und das ist welches Unit? 8? Hallo? Habe ich gerade einen Lag? Ich kann mich nicht zurücksetzen.
Hallo, ja, ich glaube, jeder hat Lag. Ja, jeder hatte, glaube ich, ein Lag. Okay, das lag jetzt definitiv am Lag. Okay, und ich weiß jetzt auch, dass nicht nur ich ein Lag hier habe. Hallo, der Server laggt ja mal richtig. Hallo, Bergwerk Labs, bitte. Ja, es laggt. Hä? Das ist ein richtig runder Crash. Jo. Okay. Hä, das ist auch mega komisch. Ich bin bei Unit 8 und das zeigt mir an der Seite, dass ich bei 59 bin. Bisschen komisch. Muss ich sagen. Ich schwebe im End. Ja. Das tat ich auch. Aber jetzt hat sich, glaube ich, ein bisschen wieder gelegt. Nein, hat sich nicht. Es hat sich nicht verbessert. Ja, der Server. Der Server ist down. Server ist restarting. Ja, das lag wirklich richtig am Server. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Das kann man nicht mal eine Runde nennen, aber ja gut. Ja, eigentlich rede ich über solche Themen eigentlich nur in First Minecraft, aber ich hatte Bock, jetzt Tryjump aufzunehmen, obwohl ich eigentlich in Jump'n'Run sowie auch PvP nicht besonders gut bin. Ich bin eigentlich eher, ich tendiere eher zu den Schlechteren. Und ja, habe ich eigentlich schon meine Stats gezeigt, weil ich muss jetzt sagen, OBS hat gerade alle meine Pläne zerstört. Denn es hat nach der 30. Minute nicht mehr aufgenommen. Und das ist schade. Also hier kann man meine Stats sehen. Ich habe zweimal beim 10. Unit halt bin ich auf den Dia-Block gesprungen. Und ja, aber ich glaube, das habe ich gezeigt. Das war gleich am Anfang. Also das hat OBS dann noch aufgenommen. Tja, 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 tja. Mein OBS. Manchmal hast du wirklich deine Tage. Und ja, deswegen nehme ich halt noch ein paar Folgen zusätzlich auf, weil die andere muss ich halt verwerfen, weil da ist halt nichts. OBS hat halt einfach aufgehört aufzunehmen und das finde ich ziemlich schade. Ich glaube, vielleicht sollte ich auch mal langsam OBS updaten, weil die ganze Zeit, wenn ich OBS starte, kommt auch die Meldung, dass es ein neues Update gibt zu OBS. Und ja, falls ihr es auch selber gerne damit aufnehmen möchtet, dann ja, das ist kostenlos. Das kann man sich gerne besorgen. Nicht so wie Adobe, Photoshop, After Effects, was auch immer. Nice, ich habe es geschafft. Ohne Leid. Aber habe zweimal zwei Anläufe gebraucht. Ist halt nicht so wie Adobe, dass man da irgendwas zahlen muss. Monatlich. Ich habe halt noch diesen Studentenvorteil, dass man da halt weniger zahlen muss. Keine Ahnung. Muss mal schauen. Weil ich habe erst jetzt neu Adobe Photoshop und so alles. Und ich habe nicht besonders darauf geachtet, wie viel es gerade kostet. Aber YouTube Money regelt, obwohl ich eigentlich meine Videos nicht monetarisiert habe. Das heißt, ich verdiene damit auch kein Geld. Und ich kann dann auch halt so Copyright Music verwenden. Weil solange ich damit kein Geld verdiene, darf ich ja sowas benutzen. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie man das Level da schafft. Und das Level hier schafft. Hä? Ja, vielleicht ein bisschen mehr Anlauf halt gebraucht. So, nicht springen, sondern einfach nur laufen. Hoverboard, okay. Das ist eigentlich eine recht easy Map. Hier kannst du, wenn du hier bist, eigentlich nicht mehr runterfallen, also auch nicht mehr failen. Genauso wie Tower, aber bei Tower ist es halt so. Egal, ich will. Der wirklich Tower, das 10., also beim 10. Unit Tower gemacht hat, der soll wirklich mal denken, was er mit seinem Leben angefangen hat. Weil, wie kommt man nur auf Tower? Das ist so eine eklige Map. Wisst ihr? Das ist so eklig, das zu machen. Und ich mache Sex of Light. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen was Entertainment, vielleicht ein bisschen Unit 10 kommen für die erste Folge. Wäre es nice.
Unit 10 zu kommen. Aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen, weil ich bin gerade erst bei Unit 6 und der eine schon bei Unit 10 und kurz vorm Ziel. Nein, der hat gefailt. Okay. Und das... Okay, ich komme, glaube ich, in dieser Runde nicht zu Unit 10. Weil ich verstehe diese Map hier nicht. Was muss man da machen? Hier rauf. Achso, und da ist ein Carpet. Okay. Okay, jetzt weiß ich's. Schaffe... Hey, ich glaube, bislang, glaube ich, habe ich diese Map noch nie geschafft. Ich bin stolz auf mich. Boah. Good luck. Was heißt das? Nein, da ist noch nicht geschafft. Okay. Also, ich weiß, was Good Luck heißt, aber ich dachte jetzt, in welchem Bezug? Zu was? Also halt, was will er jetzt sagen? Good Luck, das wünscht man einen am Anfang. Am Anfang jeder Klassenarbeit. Von dem Test, von was auch immer was. Im Leben. Und ich erzähle jetzt wieder mal pure Scheiße. Und wer hätte ich jetzt die anderen Aufnahmen noch? Wisst ihr, glaube ich, was ich jetzt damit meine? Weil ich habe ja in den Aufnahmen ziemlich oft Scheiße gesagt. Und damit kam ich halt, ich glaube, das war halt ein Trigger gegen mich selber. Also ich habe mich damit selber getriggert. Hier vielleicht ein Bild. Ja, gutes altes, sich selber triggern. Weil war auch eine Map, also eine Runde, wo ich einfach nur eine Eisenrüstung und Eisenhose hatte und dann ins Finale kam. Ich kämpfte dann gegen einen so einen Typen und zwar beide hatten nur ein HP, also halt ein Leben, nicht ein HP, ein Leben, und der hat mich dann besiegt und dann hat er auch am Ende geschrieben, ja, geht's mir gut, und dann, ja, der hat mich getriggert. Und ja, wir sind wenigstens bei Unit 9. Und ich erzähle gerade richtig viel, richtig schnell. Wow, Mann, nice. Okay, wie viele haben wir Tokens? 1600, ja. Damit kann man was anfangen. So, nice. Oh Mann. Ist ja eigentlich fast wie die eine Runde davor, die ich halt gerade erzählt habe. Schnell, skip. Mhm, nice. So. Jeder macht schön Slash Skip. Dann beginnt die Runde auch gleich und nicht erst in 50 Sekunden. Und ja, mit diesem Sharpness 2 Knockback 2 Schwert. Wenn eine gute Map kommt, zum Beispiel diese Mall da. Ja, also ich weiß nicht, wie diese heißt, aber da ist so eine Mall. Da gibt es so zwei Etagen, da kann man so einen runterschucken. Und da ist halt Knockback 2. Gut. Gibt es eigentlich eine höhere Stufe als Knockback 2? Ich glaube nicht. Es gibt kein Knockback 3, soweit ich weiß. Oder Minecraft ist jetzt so weit vorn, dass sie neue Verzauberungen gemacht haben, und zwar Knockback 3. Oh man, die könnten mal endlich Sharpness... Muss ich kurz aufstoßen. Sharpness 6 machen. Oh, das wäre nice. Muss ich sagen. Und ja, endlich beginnt die Map, aber ich glaube, nur 7 Personen haben Slash Squad, und es ist ja, diese Star Wars Map da mit diesem Falken da. Alter, eigentlich bin ich ein richtiger Star Wars Fan. Warum weiß ich jetzt nicht, wie. Na, jetzt gehen die beide auf mich. Oh Mann, das ist doch der Millennium Falken. Nein, ist mein Kill. Ey, der hat mir meinen Kill gestohlen. So, die Rache ist mein. Ja, der hat wenigstens Schuhe. Ja, der Millennium Falken. Ich bin ein ziemlich großer Star Wars Fan, deswegen muss ich ja auch sowas wissen. Mann, jeder hat einfach jeden abgestorben. Und das fühlt sich wieder an wie Hex. Muss ich sagen, ich hatte da wieder eine Runde, wo ich halt solche Kombos verteilt habe. Das sah halt aus wie Hex. Da hat sogar einer, glaube ich, Hex geschrieben. Ja, da hat einer Hex geschrieben. Das war auch wieder die Map, die ich leider nicht zeigen kann. Und da hatte gerade Todeskombo auf mich. Also, richtig große Range. Nice. Oh,
Nein, ich will die Map von unten sehen. Sieht schon nice aus. Oh, das ist das Finale, komm. Das schauen wir uns vielleicht noch an. Wir gehen in Cinema Mode. Und dann läuft er. Und er rennt. Und er trifft. Und er gewinnt. Und er hat gewonnen. Fabian. Fabian. Ja, wir schreiben einfach mal. GG. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Komm schon. Wir haben jetzt ein Ziel. Und dieses Ziel sind 2000 Tokens. Schaffen wir das? Bitte. Hallo, Ansage. Rubio und Cookie. Mann. Ihr bleibt auch immer hier. Alter, wie viele Punkte der hat. Junge, der hat über 1 Million. Das hat 1.000.000, 7.000, was auch immer, Punkte, Alter. Ja, da hat er ein bisschen Zeit investiert, muss ich sagen. Hier in Jump'n'Run. Try Jump, nicht in Jump'n'Run. Ja. Jump'n'Run, Try Jump. Nein! Kommt schon. Man muss doch hier mal was so für Dumme einbauen. Dass die Dummen nicht gleich bestraft werden. Obwohl eigentlich, ich habe eigentlich immer mehr Glück als Verstand. Und das finde ich gut, aber in diesem Fall nicht. Was laber ich wieder schon wieder für eine. Und was laber ich schon wieder für eine Scheiße? Triggert. Mein Gott, habe ich Scheiße gesagt. Würde ich gerne wissen. Okay, Unit 3. Osterfeier. So, ich muss auch kurz mal auf dem Handy schauen, ob mich vielleicht nicht jemand anruft gerade. Und das verstehe ich nicht. Wie soll man da hinkommen? Man muss da ja irgendwie hinkommen, weil wenn ich jetzt hier Leit nehme, schaut. Hier, Leiter. Okay, da ich jetzt Leit genommen habe, wird's wohl nichts mit. Oh, und hier wieder ein Beweis, dass ich die Texturen vom Glas ändern muss. Weil das habe ich einfach nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Und wir sind bei Star Wars. Bei der Map Star Wars. Die haben hier schon viele Star Wars Maps eingebaut. Okay, aber auch Herr Bergmann ist auch richtig großer Star Wars Fan. Genauso wie ich. Ist sich, die ich beschuldet habe. Auch Drohne. Ist nicht mein Favorite. Obwohl ich. Habe ich eigentlich. Ja, Carrots. Oh, Carrots ist meine Lieblingsmap, die ist so easy. Und dann, wenn ich die irgendwann habe, dann verkacke ich die safe. Das. Ich kenne mich. Ich kenne mein Glück. Aber trotzdem, die ist wirklich easy. Die kann man beim ersten Mal schaffen. Oh, und da hat mich gerade mein Vater angerufen. Ich muss kurz ran. Bis gleich. So. Schon wieder hat mich heute jemand angerufen. Während der Aufnahme. Und der eine hat es geschafft. Und jetzt ruft er mich. Bis gleich. So. Oh, und da komme ich genau im passenden Moment. Denn da hat schon einer, glaube ich, geschafft. Mann. Ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen anrufen. Mein Vater. Mann, ich kann es jetzt nicht mehr schaffen. Hä? Warum geht er die ganze Zeit wieder zurück? So. Hier gehen wir mal drauf. Hier drauf, hier. Und ich würde auch mal sagen, das wird, glaube ich, auch meine letzte Runde für diese Folge sein. Ja, das denke ich mal. Ich nehme gerade schon, wenn man die letzte, wenn man die erste Aufnahme mit einbezieht, denke ich, 1 Stunde und 30 Minuten gerade schon auf. Und das ist nicht gut. Bisschen zu viel heute. Später dann noch in die Stadt gehen. Ach, nice. 2000 Jahre später. Obwohl eigentlich 8 könnte ich noch schaffen. Aber ich habe eigentlich auch keine Zeit mehr und keine Lust. Ich habe gerade schon über 1 Stunde Try Jump aufgenommen. Wisst ihr? Und wenn man da halt fast kaum gewinnt, macht es einen Depri.
Nein, verkackt. Aber Unit 9. Immerhin irgendwas. So, geschafft. Och nö, und jetzt geht's noch weiter. Und wieder ein Beweis, dass ich mal die Glastexturen ändern muss. Soll. Oh. Immerhin geben die mir hier noch eine zweite, dritte Chance. Alle guten Dinge sind drei. Vier. Alle guten Dinge sind vier. Oh, ich bin bei Unit 10, endlich. Nice. Danke. Auch nur nicht dieser Pinguin. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Aber ja, immerhin. Zum ersten Mal habe ich in dieser Folge es bis zu Unit 10 geschafft. Ach, GG. 50 Tokens vor den 2000. Die haben sich geschafft. Mann. Oh, ich bin in einer Teamrunde. Achso, ja, ich bin ja in Teamrunde, weil es gab leider keine Solo-Runde mehr. Da gab es keine freie mehr und deswegen. Wenn wir das jetzt gewinnen wollen. Okay, hier ist schon einer. Panik! Ja. Das habe ich auch gewartet. Hallo? 3 FPS. Okay. Warum habe ich da gerade Frame-Einbrüche und ja, komm. Ja, tot. Okay, ich entschuldige mich erstmal für diese Lag, die kommen jetzt von meinem Computer her. Ja. So, ich würde mal sagen, das wäre es von der allerersten Folge von Minecraft Tri-Jump. Ja, es gibt ein kleines Problem. Ich konnte die Kiste leider nicht öffnen. Also, ich habe sie geöffnet, aber ich kann sie jetzt leider nicht mehr öffnen, weil ihr könnt es schon sehen, ich habe 273 Coins und es reicht nicht für eine Kiste, weil ich habe eine Kiste gekauft und die ist auch geöffnet. Ich habe da halt nur einen grauen Weg bekommen, das kann man hier sehen. Ja, da habe ich nur einen grauen Weg bekommen und diesen hatte ich auch. Dann habe ich halt nur 50 Coins dafür zurückbekommen für diese Kiste, die normal halt 400 Coins gekostet hat. Und das ist auch ein bisschen komisch, aber ja gut. Und da hat die Aufnahme, also halt OBS, ein bisschen rumgespackt und hat das Bild leider nicht aufgenommen. Mein Ton, also meine Stimme, wurde durch Adobe Audition aufgenommen, aber halt OBS. Ja, ich glaube, OBS hat mal wieder seine Tage. Ich war mal wieder, ja, aggro, aber das hat sich jetzt wieder auch ein bisschen gelegt. Nein, das heißt eine Schnauze! Du Oberticker! Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und ja, ich würde mal sagen, falls euch diese Folge, diese bisschen komische erste Folge von Minecraft Tri-Jump gefallen, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Und ja, das wär's von meiner Seite aus. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!